Wir erklären Weißhelligkeit und Farbhelligkeit von Projektoren. Das ist Anna. Bei ihrer Arbeit hält sie oft Präsentationen. Obwohl ihre Vorträge inhaltlich hervorragend sind, ist Anna nicht zufrieden. Denn ihr Projektor stellt die Farben nicht so dar, wie er sollte. Dabei hatte Annas Firma beim Kauf des Projektors extra darauf geachtet, dass das Gerät eine hohe Helligkeit liefert. Die Helligkeit von Projektoren wird in der Einheit Lumen gemessen. Anna fragt ihren Kollegen Tom um Rat. Der kennt sich mit Technik gut aus und erkennt schnell das Problem. Der Projektor liefert zwar eine hohe Weißhelligkeit, aber nur eine niedrige Farbhelligkeit. Das Gerät kann farbiges Licht viel schlechter darstellen als weißes. Tom weiß, dass Farben eine emotionale Wirkung haben. Auch für Annas Präsentationen sind kräftige Farben deshalb wichtig. Er rät ihr zu einem Projektor mit 3-LCD-Technik. Denn bei 3-LCD-Geräten sind Weißhelligkeit und Farbhelligkeit immer gleich hoch. Annas Firma erkundigt sich im Fachhandel. Die Experten dort bestätigen Toms Empfehlung. Anna bekommt kurz darauf einen neuen Projektor. Bei der nächsten Präsentation ist sie begeistert. Farbiges und weißes Licht leuchten mit der gleichen Helligkeit. Ihre Bilder wirken jetzt lebendiger und professioneller. Ihre Zuhörer kann sie so noch besser überzeugen. 3-LCD-Technik für beeindruckende Farben.